Heute zeige ich euch, wie ihr euer Amazon Prime Konto mit eurem Twitch Konto verbindet, so dass ihr ein kostenloses Twitch Prime Abo bekommt. Wen das interessiert, der bleibt besser dran. Ich würde sagen, los geht's. Für die Leute, die es nicht wissen, über ein Amazon Prime Abo bekommt man auch gleichzeitig ein kostenloses Twitch Prime Abo. Dafür muss einfach das bestehende Twitch Konto mit dem bestehenden Amazon Prime Konto verknüpfen, dann ist das Ganze aufgewertet und man hat halt die ganzen Vorteile, wie zum Beispiel die ganzen kostenlosen Spiele, die man über Twitch Prime geschenkt bekommt, die ganzen Pakete, also diesen ganzen Loot halt. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie man die beiden Kontos verbindet. Das Ganze ist ganz einfach. Ihr startet hier erstmal beim Startbildschirm von Amazon, dann geht ihr hier auf Mein Prime. Dann geht es ein bisschen weiter runter und hier seht ihr schon Twitch Prime Gratisinhalte und wenn das nicht angezeigt wird, hier unten Twitch Prime, hier einfach drauf drücken. Dann habt ihr hier schon so eine Übersicht, was es alles so gibt, zum Beispiel auch welche Vorteile man hat, zum Beispiel ein kostenloses Kanal-Abonnement, das man verteilen kann, außerdem ein spezielles Chat-Abzeichen und so weiter und so fort. Und ihr sucht das hier. Twitch Prime ist kostenlos mit Amazon Prime und da einmal draufdrücken. Jetzt, wenn ihr schon mit eurem Twitch Prime Account eingeloggt seid, wird es direkt hier angezeigt. Dann drückt ihr nur noch auf Bestätigen. So. Und dann seid ihr eigentlich schon mit dabei. Dann kann man zum Beispiel hier schon mal sich das hier angucken, den Loot. Hier gibt es halt verschiedene Sachen. Hier gibt es einerseits dann die Möglichkeit zum Beispiel sich so monatlich so Packs abzuholen zu Apex Legends, Fallout, zu League of Legends, Warframe. Das ist natürlich jeden Monat immer wieder was Neues, aber hier kann man sich dann quasi zu seinem Lieblingsspiel sich Loot abholen. Außerdem, was ziemlich cool ist, ist, dass es jeden Monat verschiedene Games geschenkt bekommt. Hier hat man zum Beispiel gerade Silence mit dabei oder Yono and the Celestial Elephants und so weiter und so fort. Da sind auch richtig gute Sachen mit dabei. Wir stellen das auch monatlich tatsächlich vor. Wir haben das Ganze mal hier verlinkt. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Das kann man sich dann einfach hier abholen. Machen wir das Ganze mal. Und dann kann man das herunterladen und spielen. Ansonsten gibt es halt dieses kostenlose Twitch-Abonnement für die Leute, die nicht wissen, wie das geht. Wir gehen einmal hier zum Beispiel auf einen Streamer drauf. Dann gibt es hier oben rechts dieses Abonnieren. Und hier gibt es halt normalerweise zwei Möglichkeiten. Entweder man macht das für 4,99 € oder man macht das über das Twitch-Abo. Das sieht man dann hier. Dann kann man das hier normalerweise machen, wenn man das noch nicht vergeben hat. Und dann, ja, gib ihm. Freunde, wenn ich euch jetzt weiterhelfen konnte, dann hinterlasst diesem Video einen Daumen hoch. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir hier eine schöne Playlist. Hier werden zum Beispiel auch immer die monatlichen kostenlosen Games vorgestellt, die ihr über Twitch Prime bekommt. Gerne mal auschecken. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut und Thorsten.